Hallo, gute Seele. Heute geht es um das Herzchakra. Es ist unser viertes Chakra von unten gezählt. Es hat die Farbe grün. Es sitzt am unteren Teil deines Brustbeinknochens, genau über dem anatomischen Herz. Es geht um die Themen Liebe und Mitgefühl sowie Geborgenheit und den seelischen Aspekt der Sexualität. Es geht außerdem um Dankbarkeit, um Heilung, um Schmerz und Trauer sowie um Karma. Und Vergebung ist ein ganz wichtiges Thema dieses Chakras. Es geht auch um spirituellen Wachstum und es stellt das Tor zum Göttlichen dar. Das Herzchakra ist verbunden mit dem Element Luft und ihm wird der zwölfblättrige Lotus zugeordnet. Im Indischen Anahata, was so viel bedeutet wie endloser Klang und unbeschädigt sein. Auf der Körperebene geht es um die Thymusdrüse. Sie sitzt direkt oberhalb des Herzens, unter dem Brustbeinknochen. Es geht um das Herz selbst und den Herzkreislauf. Es geht um die Lunge und die Hände, denn die Hände fühlen und spüren wie das Herz selbst. Damit spüren wir die wahre Essenz des anderen, der uns gegenübersteht, und man kann über unser Herz auch unsere Seele berühren. In der Auraschicht geht es um den Astralleib. Hier haben wir die Umwandlung von materiellem zu immateriellen, von neutraler Energie zur Liebe, zur ganzen Schöpfung. Störungen in diesem Chakra erkennst du zum Beispiel an folgenden Dingen. Flucht vor intensiven Beziehungen können ein Hinweis sein. Selbstverliebtheit oder das Gegenteil, eine überhöhte Selbstkritik. Scham, Reue, Angst, verletzt zu werden. Endlose Sorgen. Ein Gefühl, isoliert zu sein und alleine dazustehen, Misstrauen. Und das Ganze wird von den Geschehnissen her dem 12. bis 18. Lebensjahr zugeordnet. Das heißt, das ist natürlich jetzt keine fixe Zeit, aber in diesem Zeitraum fällt oftmals der Grundstein für diese Probleme, die man dann später als Erwachsener bewusst im Leben wahrnehmen kann. Selbstverständlich können diese Probleme beim Herzchakra aber auch karmisch sein und das ist sogar meistens der Fall. Rache kann in manchen Fällen auch mit zu den Störungen des Herzchakras gehören. Lernen dürfen wir mit diesem Herzchakra, dass wir Liebe nicht immer kontrollieren wollen, dass wir verzeihen lernen und können, dass Gefühle gefühlt werden wollen. Also auch das Fühlen der Gefühle können wir hier sehr gut lernen. Die wahre Natur der Liebe lernen wir hier auch. Sie ist unsere pure Essenz. Sie ist das, was wir wirklich sind. Wir sind Liebe, reine Liebe. Affirmationen könnten sein, ich bin reine Liebe, ich kann vergeben und verzeihen und damit befreie ich mich. Ich bin bereit zu fühlen und zu spüren. Ich lasse alle meine Gefühle zu, sie dürfen sein. Ich habe alle Liebe in mir, die ich mir im Außen wünsche. Die Liebe offenbart sich in uns und durch uns. Ich lasse alle Dramen des Lebens los. Zugeordnet wird dem Herzchakra die Frequenz 639 Hertz. Diese fördert harmonische Beziehungen und Verbindungen aller Art. Sie schenkt dir Liebe, Toleranz, Verständnis, innere Balance, eine verbesserte Kommunikation und einen wesentlich positiveren Umgang mit sozialen Problemen. Wenn dein Chakra in Harmonie ist, fühlst du Mitgefühl und Liebe und Freiheit in dir.
Du hast dich selbst als Quelle der Liebe erkannt und lebst die Liebe. Liebst auch dich selbst bedingungslos. Du hast keine Angst mehr davor, die Liebe zu anderen frei fließen zu lassen. Du kontrollierst nichts mehr und hältst nichts mehr an Liebe zurück. Du fühlst dich zutiefst dankbar für dein Leben und für alles, was du erleben darfst und was du hast. Und du fühlst die Verbundenheit mit allem, was ist, denn wir sind mit allem eins. Und nun wünsche ich dir viel Spaß und Genuss mit der folgenden Musik für die nächsten 30 Minuten. Habe einen gesegneten, wunderschönen Tag. Fühl dich umarmt und gedrückt, gute Seele. Pfiatti.
Thank you.
Musik.